ohne eine Idee. Frohe Weihnachten, ihr Glühbirnen. Huch, Moment mal, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Komm, Server. Alter, die haben ja schon wieder eine neue Lobby. Warte mal, heute ist doch Halloween, warum ist hier nichts Gruseliges am Start? Vielleicht gibt's ja auf der Community etwas Horrorartiges. Hi, komm, Moment, Sekunde. Ich muss mal dringend aufs Klo. Wenn du keine weiteren Videos vom unglaublichen GTA 4 Hater HD verpassen willst, abonniere einfach diesen Kanal. Ich selber kenne GTA 4 Hater HD schon seit ein paar Jahren. Wir kennen uns jetzt auch nicht nur über die ganzen Videos, über das Internet, sondern es fing an, dass wir auch beim Teamspeak teilweise jede Nacht irgendwie zusammen verbracht haben, dass wir uns getroffen haben, dass er bei mir auf der Couch gepennt hat, dass ich bei ihm in Berlin war. Also wir kennen uns schon ein bisschen. Wieder da. Oh geil, Herr Newstime, du auch, ja. Das damals in Berlin war sehr nice. Also mein kleiner Gommescheißer, du, bring mich zur heiligen Community. Und wie aus einem schnellen Schnitt erschien der unglaubliche Herr Hater auf der Community. Leute, ich bin auch angekommen. Das ist nicht sehr Halloween hier, Kacke. Kann es sein, dass ich wahrscheinlich reconnecten muss? Na gut, dann lass uns alles rückwärts abspielen beim Teutates. Alles drehte sich um und die Geschichte fängt an neu zu laden. Hallo, ich bin von Twitch und so. Nee, warte mal, von YouTube, oh Gott. Hallo? Ach du Fußpilz. Autsch. Dieser Ort macht mir tierische Angst. Sogar Teammitglieder, die sich herumteleportieren, sind gruselig genug. Oh Mann, oh Mann. Verdammt, selbst die Architekten haben meinen Kuchen vergessen. Die wollen mich doch verfluchen. Ich muss hier weg. Überall Teammitglieder, der wahre Horror beginnt bereits. Oh Mann, der friedlichste Ort ist immer noch unter der Brücke, was? Stein, wie oft muss man die eigentlich noch erklären? Hey, die Stimme kenne ich doch. Planeten sind und keine Ampeln. Kann man Planeten essen? Planeten sind Himmelskörper und keine Früchte, du komischer Freak. Ich muss dringend kacken. Wie bitte was? Oh Alter, da ist ja der Hater, hallo. Ah ja. Saberstein, Frau Hater. Oha, ihr schaut richtig gruselig für Halloween aus. Ey, Hater, ich muss dir was Lustiges zeigen, Alter. Deinen Schnittel oder was? Da ist so ein alter Gangster-Opa am Spaffen, der meinte, wir könnten heilige Zauberer werden. Ja. Komm einfach mit, ich zeig's dir. Okay. Wartet, Leute, ich bin nicht mehr der Jüngste, verdammt. Da ist der alte Knacker. Guten Tag, der Herr, guten Tag. Albus Dumbledore ist sein Name, glaube ich. Oh lol, ist er nicht von Star Wars? Jo, um geile Kräfte spieß Zauberer zu werden, braucht ihr ein jolohaftiges Buch in der gefährlichsten Bibliothek Westeuropas. Ein Buch. Also zur Bibliothek und ein Buch abholen? Hört sich ja einfach an, kommt Jungs, lasst uns das Buch aus der Bibliothek holen, damit die Bibliothek der alte Mann glücklich ist. Oh nein. Bitte nicht. Verdammt. So machten sich die gut aussehenden Helden auf dem Weg zum schaurigen Ort, auch Bibliothek genannt. Ich gehe da nicht rein. Zu viel Bildung für mich. Du schaffst es, Frau Hater. Wir zählen auf dich. Ihr miesen Penner, kommt. Nach einer Tracht Prügel waren sie nun angekommen. Okay, Freunde. Holen wir uns dieses verfluchte Buch. Beeilen wir uns lieber. Los, los, los. Halt euch auf. Gemeinsam schaffen wir das, Leute. Attacke. Und jetzt? Wir haben es geschafft. Ich freue mich voll. Jetzt haben wir ein Buch in unserer Zaubertasche. Gute Arbeit, Digga. Wie ihr gesehen habt, fliegen Bücher in der Bibliothek und das ist ein großes Problem. Mit diesem Buch, welches ihr besitzt, könnt ihr den Zauber beenden. Ich kriege das Ding nicht auf. Soll das bedeuten, wir sind noch keine wahrhaftigen Zauberer? Kein Plan, Bro. Aber vielleicht kann euch Hermine, die geile Bitch am Markt, weiterhelfen. Wo ist der Markt? Da, wo das MacCom stand. Alles klar. Leute, besuchen wir diese Hermine-Dingenskirchen. Das ist unsere einzige Möglichkeit, die Bibliothek und vielleicht sogar die gesamte Menschheit zu retten.